Ja, also du solltest auf jeden Fall hier dann irgendwie. Du musst es dann mit deinem Stand, mit deinem ganzen Reflektor-Beams und so auch bauen. Ah, hier ist auch der Nachteil, dass wir das Bonusgeschwindigkeit während Bauphase nicht kriegen in Insane. Nicht? Bekommt man Bonusgeschwindigkeit? Ja. Man kriegt, man ist lang, man schneller in der Bauphase in normal, leichten Schwierigkeiten. Ach so, wenn man bauen. Ja, in der Bauphase kriegt man schnellere Geschwindigkeit. Geschwindigkeit, ja. Und hier unten brauche ich noch nicht wirklich was anderes hinbauen. Ja, hier musst du jetzt. Oder soll ich einfach direkt gleich am Anfang schon hier hinbauen? Nein, baust hier hin, bau hier zwei von den Elektrodingern an, eine Wand und einen Reflektor. Du wirst doch genug Mana, oder? Und ansonsten nur ein Elektroding erstmal. Na locker genügend Mana. Okay. Das ist ein Reflektor, oder? Physical. Was mit dem Reflektor? Den musst du doch hervormachen. Nö, den macht man dahinter. Warum dahinter? Weil die dann. Nein, ich brauch den gar nicht, weil die Range einfach hier reingehen. Die greifen den doch an, oder? Nein. Ach, sie greifen den nicht an. Also haben die sonst nie gemacht. Ist ja jetzt ja gleich. Also das Problem hatte ich noch nie, dass die das angegriffen haben. Ja, siehst du, an den Seiten sind die sofort weg, die Gegner. Oh. Yannick, das hast du scheiße gebaut. Ja. Sehe ich auch gerade. Naja, aber du machst selbst genug Schaden. Hallo, ich wollte was bauen, du Wichser, greif mich nicht an. Warum ist der eben durch die wollen mich an, die wollen aber mich angreifen, das finde ich gut. Ach, die wollen dich angreifen, die ignorieren dann den Physical Beam oder wie? Ja. Der Ogre hier will mich haben. Oder beziehungsweise ich sollte mal meine Physik, meine. Mal gucken, wie viele Fangs ich jetzt bekomme. Und. Mehr als im Level, das wir davor gemacht haben, insgesamt. Weißt du was? Ich glaube, ich packe hier. Hier packe ich auch noch einen hin. Ja, yeah, ich kann das Darkness Trap machen. Bringt ja auch so viel, ne? Brauchen wir bei mir überhaupt. Jetzt kommen unten auch Ogre, ne? Orks. Okay. Da muss es aber auch Reflektor und so einen Cut machen. Oder auch nicht, keine Ahnung. Scheiße. Aber eigentlich. Müssten wir hinkriegen. Nein, das Ding ist gut, das hat 5 Attack Speed. Yannick, Mana. Beeil dich, das nur noch ein paar Sekunden. Ich kann, wenn die Phase zu Ende ist, auch noch immer noch bauen, denk dran. Ja. Ja, okay, das geht. Das passt. Hoffentlich. Und es passt. Okay, dann kann ich die ja verkaufen. Naja. Ja, doch. Die baue ich dann zum Schluss hier hin. Ja, stimmt. Da macht die mehr Sinn. Nein, eigentlich macht es mehr Sinn, wenn du jetzt die ganzen Protonenbeams einfach verstärkst. Dann kommt eh nichts mehr durch. Ja. Kann ich auch locker machen. Ich habe genügend Mana dafür. Wieso ignorieren die deinen Physical Beam Team nicht? Ha? Wie bitte? Ich verstehe nicht, wieso der nicht von deinem. Lol, der greift von oben an. Er hat sich durchgeglitscht, ne? So funktioniert es also mit dem Glitchen. Okay. So ein Bastard. Jetzt haben wir weniger. Ich hab den getötet. Schön. Kriegst du wenigstens Punkte. Yannick, guck mal unten. Ja. Rechts. Der Ogre. Was? Der Ork. Ah, okay, jetzt bewegt er sich.
Der ist eben die ganze Zeit rechts, links, rechts, links, rechts, links. So. Können wir ja irgendwo her, ne? Überhaupt nicht! Das ist ein Glitch. Ach, ich hasse den Glitch. Komm her, Mana. Erstmal noch ein Skip und Ich hab noch volle Mana. Ich hab ja schon 30 Punkte in Tag Damage. Würde es eigentlich noch was anderes gehen als außer Tag Damage am Anfang? Eigentlich nicht, oder? Habe ich am Anfang nie gemacht. Ja. Würde noch ein bisschen Movement Speed vielleicht reinpacken. Ah, ein Skeleton Bow. Die sind stark. Der ist aber kacke. Ah, geil, ich kann jetzt eine gute Waffe benutzen. Ich glaube auf jeden Fall, dass der Bogen geil war. Ah, ne, verdammt, Level 14. Dammit. War das denn konfusiert? Ja, ich habe jetzt ganz gutes Equipment. Oh, hier ist ein geiler Skeletonborn. Der sieht geil aus. Ja, aber der ist schlecht. Ja, leider. Ja, nee, ich sehe da mal mehr als mein Equipment an. Das ist. Ich finde, man sollte. Na, guck ich mir gleich an. Ich finde, es sollte so eine Items geben, die man. Oder man aussuchen kann, wie man aussieht. Man einfach Sachen über Skins rüberpacken kann. So optische Sachen. Ja. Wie schon gesagt, Skins rüberpacken kann. Sowas wie das, was man bei Planet Side 2 machen kann. Oder bei WoW mittlerweile. Ja, so Kostüme, das gibt's ja bei jedem MMORPG eigentlich. Fast. Nee, bei WoW sind das nicht mal Kostüme, das sind einfach normale Rüstungen, die man dann Transmogrified, also rein einfach rein, das Aussehen rüberpackt. Ja, in so einem besonderen Slot. Nein, nicht mal in besonderen Slot, das geben einfach so ein Dings und dann wird das Aussehen in die Waffe oder in die Rüstung reingepackt. Kombinierst die dann sozusagen. Ja, das Aussehen wird dann einfach reingepackt und du hast beide Items so. Danach immer noch. Ja? Das ist auch bei Worlds of Magic so. Einer ist wieder da. Ja. Einer ist wieder durchgeglitscht, aber naja. World of Magic? Runes of Magic. Ja, Runes of Magic ist auch eine Kopie von WoW. Ja. Und brauchst noch Mana? Ich habe immer noch fast 600 Mana. Was hast du mehr? Jetzt hab ich wieder 840. Also in Theorie sollten wir das hier locker schaffen. Ja. Beim Boss bin ich mir das noch nicht so sicher. Ich glaube, beim Boss werde ich oft verrecken. Das ist das Einzige sein, was passieren wird, dass wir verrecken. Mehr nicht. Ja. Es kommen keine Gegner durch. Ja, ich meine, du musst. Machen deine Beams jetzt eigentlich Schaden an den Typen? An den Boss? Nein. Ja, okay. Aber ich mach selber. Alter, so viele bessere Items für mich, ne? Im Ernst. Das ist nicht mehr schön. Guck dir mal die Defense Units an. Oh, ich bin gelevelt! Lol. Ich bin auch gelevelt. Sogar zweimal. Wieso habe ich 42 Schaden? Nur von Equipment. MP. Alter, guck dir meine Stats an. Mein Equipment ist auch geil. Finde ich. Ich weiß nicht, was ich leveln soll. Ach ja, ich habe das so gemacht. Zwei da rein, ein da rein. Gut, ne, die ist für Level 27, das ist halt egal. Wenn du willst, kannst du meine Sachen reparieren. Ne, will ich nicht. Was soll ich bei dir reparieren? Keine Ahnung. Alles. Ich habe eben das Leben abgeupgradet. Kacke, kein Defense Units mehr. Ich glaube, ich verkaufe hier hinten einen Beam. Willst du 300 Mana? Brauche ich nicht. Sicher. Dann kannst du ein paar Sachen upgraden. Ich habe volle Mana, Jonas. Ja, dann upgrade doch ein bisschen. Ja, aber. Okay. Wie viele Gegner durchglitschen, ne? Ja, hier hinten kommen die nicht durch, das geht nicht. Aber es gibt, guck mal, wie viele Gegner durchglitschen, ey, das ist doch nicht mehr schön.
Ich weiß, aber trotzdem ich glaube, du solltest die Wand da wegmachen und hier hinten ein paar schieben dann. Ja, tue ich jetzt auch gleich, weil ich brauche die Defense Units. Um hier hinten alle überall Wände zu packen. Zelda-Musik, beste Musik aller Zeiten. Da kannst du auch nichts gegen sagen, Zelda-Musik ist einfach geil. Nein. Dingens für Kirita ist das Beste aller Zeiten. Ja, aber trotzdem ist Zelda-Musik geil. Wie viele Damage-Nummern einfach mal sind, ne? Hast du die Wand verkauft? Nein, die ist zerstört worden. Oh. Der hat Giftresistenz, das ist irgendwie nicht so gut. Weil ich und mein... Moment, da muss ich mal kurz meine Waffe wechseln. Ja, okay, das geht auch. Ich glaube, das ist sogar meine Schadenswaffe hier. Moment. Ich glaube, das ist meine Schadenswaffe. Check das mal kurz. Ich glaube, es wird lange dauern, hier durch alle Items durchzugehen. Das ist meine Schadenswaffe. Ich glaube, ich muss mir die Items hier gar nicht erst angucken, weil die eher alle für ein höheres Level sind. Jonas? Ich hatte die ganze Zeit meine schwache Waffe benutzt. Die ich benutze, wenn jemand Feuerrasi hat. So. Grade einfach mal alles ab, wenn du was upgraden kannst. Weißt du was? Wie viel Mana hast du eigentlich? 680. 860 meine ich. Ja. Alter, wie wenig Mana es kostet, meine Sachen zu reparieren, ne? Ja. Und wie lange die schon Schaden machen, um ehrlich zu sein. Na, hier sollte ich mal aufhören abzugraden. Upgrade nicht, dass du nicht den Tower Buff beam. Warum nicht? Weil ich den nicht mehr upgradet hatte. So, du wolltest, dass deine Zeit nicht gewastet ist? Ja. Ich hocke jetzt einfach die nächste halbe Stunde nur noch rum und upgrade. Und ich sage immer noch. Für mich, ja. Aber nicht sterben. Ja, ja. Ich muss doch mindestens einen Schuss benutzen, damit ich das Dings bekomme von wegen Only Weapon Use. Aber wenn man gar nichts benutzt, dann bekommt man gar keinen Bonus. Ich weiß. Du musst auch jemanden damit treffen, denk dran. Töten meinst du? Ja. Echt? Treffen, nein, treffen. Achso, okay. Dann weil wenn du einfach rumschießt, dann kriegst du es nicht. Guck dir mal an, wie viele Schüsse meine Waffe, meine Feuerwaffe hat. Sechs? Ja, da ist ein zweiter oben nochmal oben drauf. Wow. Gab's hier irgendeine Waffe, die 10 extra Schüsse hat oder sowas? Nee, das ist die höchste Schussrate dieser Waffe, 10 extra Schuss. Wow. Ich glaube, ich habe einen einzigen Kill. Und das war der eine Typ, der hier lang gerannt ist. Ja. Ich habe 52.000 Erfahrungspunkte. Das ist so viel, wie wir davor. Das ist mehr, als wir davor insgesamt gehabt haben. Was dagegen? Ich muss meine Castrate buffen. Echt jetzt. Stört euch das gar nicht, dass du überhaupt keine Kills kriegst? Und ich einfach mal Millionen Score habe? Wie hoch ist dein Score? 400.000. Im Ernst? Nein. Mein Score ist 50.000 jetzt. 50.000? 50.000. Dann habe ich mehr als du. Ich habe mehr Score als du. Wie viel Score hast du? 53.500. Wieso hast du 53.000 Score? Weil ich keinen Schaden bekomme und nur Schusswaffen benutze und so. Ich greife keinen mit Waffen an normalerweise. Dein Drache. Ach, scheiße, stimmt. Geil, wie ich einfach bei mir Erfahrungspunkte habe. Weiß. Wieso hast du 53.000 Score? Bist du sicher, dass du nicht 5.300 hast? 53.000. BTF! Warum? Du tötest alles und trotzdem habe ich einen höheren Score als du. Das ist doch Gerechtigkeit. Ja.
garantiert. Eigentlich sollen wir beide gleich viel haben, finde ich. Das wäre immer noch am besten. Obwohl, nein, gar nicht gleich viel, weil es